Grenzen zwischen Wirklichkeit und Wahnsinn verschwimmen, wenn sich E.T.A. Hoffmanns düstere Erzählung Der Sandmann auf der Bühne entfaltet. Inspiriert von einem der bekanntesten Werke der deutschen Romantik, lotet ein spartenübergreifendes Ensemble aus SchauspielerInnen und TänzerInnen die Abgründe der menschlichen Psyche aus. Es geht um die Hauptfigur Nathanael, der in seiner Kindheit ein traumatisches Erlebnis im Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters erlebt hat. Und in der kindlichen Psyche vermischt sich dieses Erlebnis und die Gefahr dahinter mit der Figur des Sandmanns, also der, den wir kennen, der den Kindern Sand in die Augen streut, damit sie müde werden. Und dieser Sandmann wird wie so eine paranoide Vorstellung von ihm, die ihn auch in seinen Erwachsenentagen immer wieder verfolgt und in so albtraumhafte Bilder zieht. Und er entwickelt immer mehr Wahnvorstellungen. Dann passiert bei Hoffmann wirklich noch wahnsinnig viel. Diese Inszenierung geht über eine reine Nacherzählung hinaus. Die Verschmelzung von Schauspiel und Ballett schafft eine neue, körperlich und emotional spürbare Erzählform. TänzerInnen und SchauspielerInnen agieren oft parallel, verdoppeln Figuren wie Nathanael und Clara, wodurch unterschiedliche Facetten ihres Seelenlebens sichtbar werden. Mit dem Stück gibt es auch viele Parallelen, die in der heutigen Zeit eine große Rolle spielen. Der Text ist zwar ungefähr 200 Jahre alt, in dieser Zeit, in der das entstanden ist, also zur Jahrhundertwende 18. auf 19. Jahrhundert, das ist die Zeit der Aufklärung, die Zeit der Industrialisierung. Es gibt wahnsinnig krasse, technologische, schnelle Fortschritte. Es gibt so einen Verlust von Religion und von ganz vielen Sicherheiten. Das ist eben vor 200 Jahren schon mal so gewesen und das ist was uns extrem an unsere heutige Zeit erinnert, also wo wieder vieles in Frage zu stehen scheint an vermeintlichen Sicherheiten oder Werten, auf die wir uns so vorher verlassen konnten, wo es auch wieder große technologische Fortschritte gibt. Das Krasse ist wirklich, wenn man Hoffmann heute liest, also er schreibt über diese mechanische Puppe, wenn man das heute liest, fühlt man sich sofort an künstliche Intelligenz erinnert und die Frage danach, welche Position hat der Mensch in dieser neuen, heute eben digitalisierten, damals mechanisierten, rationalisierten Welt, die dazu entstehen scheint und wo bleibt der Mensch da? Hinzu kommt die eigens für das Staatstheater Cottbus geschaffene Neukomposition der McDaniel Brothers, die live auf der Bühne von einem Quartett interpretiert wird. Ihre Musik verbindet romantische Klangfarben mit zeitgenössischen Elementen und unterstreicht die atmosphärische Dichte der Inszenierung. Traumhafte Melodien treffen auf verstörende Klänge und ziehen das Publikum immer tiefer in den Bann von Nathanaels verstörender Welt. Wir haben die Musik geschrieben und auch die ganze, also Unterlagen, also das Ton auch produziert und dann auch mit den Schauspielern zusammengearbeitet. Ich habe auch selber lange mit Tänzer gearbeitet, aber das ist auch so eine besondere Arbeitsweise und eben auch Deutsch gelernt und diese Kultur kennengelernt und also habe eigentlich mein ganzes Leben lang dafür gearbeitet. Die Aufführung fängt die Faszination für Hoffmanns Werk auf eindrucksvolle Weise ein. Zwischen Märchen und Mythos, Konkretem und Angedeuteten entsteht eine sinnlich dichte Welt, die die Zuschauenden in die unbewusste und verdrängte Tiefe der menschlichen Gefühlswelt eintauchen lässt. Warum sollen wir das unbedingt anschauen? Das ist, also ihr habt, da hat man das, sowas sicherlich niemals gesehen. Also das Stück ist super einzigartig. Also gibt es keine Vorlage dafür. Und da muss man das Buch nicht kennen, da muss man nichts besonders lieben oder nicht mögen, also da gibt es ein bisschen was von jedem. Das ist nicht schwer zu verstehen, da gibt es große Emotionen und also ganz große Verschiedenheit von Musik. Will ich nicht verraten, was da drin steckt, aber also alles, was man denkt an Genren und Stilen und Ideen. Also muss man einfach kommen. Das will man nicht verpassen.